später. Alles klar. Super, wunderbar. Ja, und dann geht es auch schon munter weiter. Die Anke hat sich schon just in time dazu gemeldet. Genau, es Genau. gibt ja, genau, wunderbar. Hallo Anke. Es Hallo. gibt ja ein neues Tool, was wir seit einigen Monaten eingesetzt haben, unter dem Stichwort Drag and Map. Und da geht es um das Thema des Einlesens von Excel-Dateien. Ursprünglich kam die Idee aus dem E-Commerce-Umfeld, wo es doch regelmäßig mit Excel-Dateien gearbeitet wird, aufgrund der hohen Volumina. Wir haben aber dann festgestellt aus den Kundengesprächen, dass es diesen Bedarf ja auch aus beliebigem Umfeld, also der Zollabwicklung, diesen Bedarf gibt. Und dementsprechend war das ein sehr, sehr heißes Thema in den letzten Wochen und Monaten. Und Anke stellt uns mal vor, wo wir da aktuell stehen und was es in dem Zusammenhang dann auch an Neuigkeiten gibt. Genau, das mache ich gern. Könnt ihr mir noch die Berechtigung geben, dass ich meinen Bildschirm teilen kann? Genau. Der fehlt mir noch. So, wo ist jetzt? Gerade nicht drin. Das ist der falsche. Dann müssen wir einmal kurz wechseln. Kleinen Moment. Das war noch nicht der richtige Bildschirm. Ach. So, dann müssen wir es einmal anders machen. Kleinen Moment, geht sofort los. Jetzt sollten Sie den richtigen Bildschirm sehen. Genau. So. Sie kennen das sicherlich. Sie haben Zollanmeldungen zu machen mit richtig vielen Positionen und die Daten sind eigentlich schon verfügbar. Sie sind schon in Excel oder CSV stehen die zur Verfügung. Und Sie fragen sich, warum kriege ich die nicht so einfach mal in meine Software rein? Und da ist Drag and Map Customs sozusagen die Lösungsmöglichkeit vielleicht für Ihre Sachen. Ich habe keine lange Präsentation. Wir werden gleich uns das live einfach mal anschauen. Das denke ich mal, ist das viel spannendere. Aber vielleicht einmal ganz kurz, was ist eigentlich Drag and Map Customs? Das ist ein webbasierter Datenkonverter, der ganz flexibel in die Übernahme von Daten aus Excel oder aus einer CSV-Datei in Zodiac und Zodiac GE ermöglicht. No. Sie können die Tabellenspalten individuell hinzufügen. Sie können da sozusagen die Zollantragsfelder zuweisen. Das ist relativ einfach. Das kann man tatsächlich sehr gut selber machen und ergibt Ihnen da die flexible Möglichkeit, immer wieder wechselnde Excel-Dateien hochzuladen und eben in Ihre Zollanmeldung anzupassen. Was man vielleicht wissen muss, ist klar, also Sie können so ein Mapping natürlich auch speichern, das zeige ich Ihnen alles gleich. Und es ist aber eine Datenübernahme von 1 zu 1 in Zodiac GE. Ich werde das dann auch am Beispiel von Zodiac GE zeigen. So, gehen wir doch mal in die Software. Genau, da wollten wir hin. Das ist ein kleines webbasiertes Tool, was man über eine einfach im Browser öffnen kann, sich einmal anmeldet und dann landet man sozusagen hier. Das hier ist sozusagen der Startbildschirm. Wenn ich ein Mapping anlegen will, also selber gucken will, was kann ich dann sozusagen aus meinen Excel-Dateien übernehmen in meine Zollanmeldung, bin ich hier sozusagen mit dem Startbildschirm unterwegs. Auf der linken Seite gibt es sogenannte Profile. Das entspricht dem, was sozusagen an Zollanmeldungen aktuell zur Verfügung steht. Vielleicht noch nebenbei gesagt,
Drag and Map gibt es natürlich nicht nur für den Zollbereich. Da gibt es auch Möglichkeiten, das in anderen Softwareprodukten einzusetzen bei uns im Hause. Aber heute sind wir mit dem Zollthema unterwegs und deshalb wäre das sozusagen hier der Punkt. Sie wählen ein solches Profil aus, also für welche Zollanmeldung Sie das machen wollen. Dann stellt Ihnen das Programm im Prinzip die Felder zur Verfügung, die Sie hochladen können über eine Excel-Datei. Sie haben hier, Sie sehen das auf der linken Seite, die verschiedensten Felder. Ich habe jetzt mal das für den Import für eine Einzelzollanmeldung gewählt. Sie sehen, hier gibt es verschiedenste Felder, die man hochladen kann. Man kann für den Anmelder zum Beispiel alle Daten hinterlegen, für den Empfänger, den Versender, Rechnungspreis, was auch immer, was Sie auch verfügbar haben. Sie können hier auch auf der Positionsebene, welchen Artikel Sie haben, welche Warenbezeichnung, welche Zolltarifnummer, das können Sie hier sozusagen alles hinterlegen. Wie macht man das jetzt mit diesem Mapping? Man vergibt erstmal einen Namen, damit man sozusagen Import und dann vielleicht einen Kundenname, ne? Wie auch immer, wie Sie es benennen wollen. Dann kann man hier hingehen und kann bestimmte Optionen festlegen. Man kann sagen, okay, wie viele Spalten sind das? Ab welcher Spalte, Teile soll verarbeitet werden? Gibt es Überschriften da drin? Soll aus einer Zeile eine Nachricht, also soll aus einer ganzen Excel-Datei ein Zollantrag generiert werden oder soll pro Zeile eine eigene Zollanmeldung entstehen? Das sind so Optionen, die man auswählen kann, wo man Sachen einstellen kann. Dann gibt es hier die Möglichkeit, feste Werte zu hinterlegen. Ein Pflichtfeld, was Sie hier haben, ist das Hinterlegen der Bezugsnummer, wie der Vorgang dann in Zodiac GI heißen soll. Das, so wie Sie Ihre Aufträge jetzt auch machen. Dann kann man hingehen und hier sozusagen weitere Felder auch als feste Werte hinterlegen. Also was weiß ich. Sie arbeiten mit Zodiac GI mit mehreren Niederlassungen und es soll in eine bestimmte Niederlassung dieser Datensatz gespielt werden. Dann wählt man hier das Feld Niederlassung aus, gibt hier einfach mal eine Niederlassung ein und kann das hinterlegen. Man kann auch Werte, die nicht in der Excel-Datei drin sind, aber dann trotzdem mit aufgenommen werden. Hier als sogenannte feste Werte definieren. Ne? Was man da macht, kann man sich selber überlegen, hängt ja auch von der Excel-Datei ab, die man selber sozusagen zur Verfügung hat und wie viele Inhalte man dann da reinhaben möchte. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, auf Excel-Dateien oder CSV-Dateien zuzugreifen, die auf Ihrem Rechner verfügbar sind. Und dann macht man erst das eigentliche Mapping. Ich klicke mal hier einmal drauf, greife mal auf eine Excel-Datei zu, dass man das einmal sieht, wie es aussieht. Na, hier werden jetzt sozusagen die verschiedenen Spalten meiner Excel-Datei angezeigt, so dass ich jetzt hingehen kann und das hier zuweisen kann. Ne? Zum Beispiel kann ich hier sagen, okay, was ist denn das Versendungsland? Dann kann ich das hier dieser Spalte drauf zugreifen. Oder aber, mach das mal einmal größer, dass man es besser sieht. So. Oder was weiß ich, ich möchte den Empfänger dazu packen. Ne? Dann kann ich hier hingehen und sie sagen, okay, was ist denn die Empfänger-EORI? Und kann das hier sozusagen einmal rüberschieben. Alles, was ich jetzt hier zuweise, würde das Programm sozusagen übernehmen in meine Zollanmeldung. Ich gehe mal einmal rüber, weil das Spannende ist ja meistens hat man ja oder oft hat man hauptsächlich die Daten zu den Gewichten zum Beispiel oder die Packstückanzahlen auf der Positionsebene. Da kann man hier hingehen und sagen, okay, welches ist denn jetzt die Spalte für die Eigenmasse? Dies hier zum Beispiel. Oder die Rohmasse.
Parkstückanzahl. Parkstücktyp, ne, wenn ich das habe. Die Zolltarifnummer, die Warenbezeichnung, abhängig davon, was Sie jeweils haben. Ne, ich schiebe mal noch mal ein bisschen rüber, dass wir noch ein bisschen mehr hier sehen. Warenbezeichnung zum Beispiel ist ja auch mal beliebt. Ein rüber. So, ne? Und dann kann ich hier sozusagen die Informationen auswählen, die hierzu gehören. Wenn ich jetzt einmal auf Validieren klicke, guckt er einmal, ob er grundsätzlich alle Informationen hat, die er braucht, ne? Oder ob ihm irgendwas nicht passt. Und wenn ich jetzt Anwenden sage, nimmt er die Daten aus dieser CSV-Datei mit rüber in meine Zollanmeldung. Ich zeige das einmal ganz kurz, dass wir das gleich einmal haben, dass man einmal den Durchlauf hat und dann gucken wir uns nochmal im Detail an, was zur Verfügung steht. Wir wechseln mal. Dauert einen ganz kleinen Moment. Ich muss jetzt einmal meine Zollanmeldung sozusagen, das ist die Übersicht der Zollanmeldungen in Zodiac GI. Ne? Rein, sozusagen die aktuellen nochmal sehen. Und hier sehen Sie, ist schon sozusagen der Vorgang drin mit meiner Benennung, die ich hier genannt habe. Und ich habe hier eine Einzelzollanmeldung, Antragsart IMDC, ne, im Status importiert. Und da kann ich jetzt einfach reingehen und dann sind schon diverse Daten übernommen, ne? Zum Beispiel das Versendungsland, was ich angegeben habe. Oder ich gehe jetzt mal auf die Position. Ich habe jetzt hier 4 Positionen mit meinen Campingstühlen. Sie erinnern sich, ich hatte hier die Zolltarifnummer, die ich angegeben habe, die Eigenmasse, die Kartonanzahl. Diese Informationen nimmt er jetzt so aus der Excel-Datei und spielt sie hier sofort ein. Jetzt sind hier natürlich noch einige Felder, die hier nicht gefüllt wurden bis jetzt. Das liegt allerdings daran, oder was man da machen kann, ist die Möglichkeit, dass man dieses kombiniert mit einer Stammreferenz. Ne? Dass man sagt, okay, ich möchte gerne, dass das hier sozusagen schon mitgefüllt wird, weil das ist ein Standardgeschäft, was ich regelmäßig habe, wo sich einfach nur die Warenpositionen ändern. Dann haben Sie die Möglichkeit, das zu kombinieren. Das zeige ich Ihnen nochmal in Drag and Map. Ne? Dass Sie haben die Möglichkeit, es gibt hier auf der Kopfebene sozusagen das Feld der Stammreferenz und dann kann man das hier hinzufügen und kann dann diese Stammreferenz ansprechen die man, ich zeige es einmal wo, angelegt hat, nämlich in Zodiac GI vorher, in den Stammreferenzen hinterlegt hat, dass Sie einmal sehen, welche Informationen da drin stehen. Ganz kleinen Moment. So. Na, hier ist so eine Stammreferenz, die hier hinterlegt ist, wo dann ja sowieso Daten schon immer hochgezogen werden können, wo eben diese Informationen hier drin stehen. Und diese Stammreferenz hier, die kann ich ansprechen in Drag and Map. Das mache ich jetzt einmal und wechsle hierher und setze hier einfach im Feld Stammreferenz diesen Namen ein. Dann kann ich natürlich unter einer neuen Bezugsnummer, ne, einmal nochmal wieder sagen, okay, wende das nochmal an. Und dann haben wir eine wunderbare Kombination, wenn ich jetzt sozusagen meine Zollanmeldungen nochmal aufrufe. Ah, einen kleinen Moment braucht es, bis sie überspielt sind. Und dann ist aber sozusagen diese Verknüpfung zwischen dieser schon vorbelegten Daten in Zodiac GI und Drag and Map sozusagen geschaffen. Na, ich brauche einen kleinen Moment.
Gut. Eben ging es so schnell. Gut, letztlich haben Sie dann als Ergebnis einen Zollantrag, der natürlich mit sehr vielen Informationen hier sozusagen gefüllt ist. Ich kann sowas schon in die Vorbelegung natürlich tun, was ja standardmäßig sich wiederholt. Was weiß ich, im Import, die Anmelde, das Thema, ob es unvollständig ist oder ob eine Statistikmeldung gemacht werden muss oder ob man eine DV1 machen will. Ob man hier bei den Vorpapieren immer eine ATB-Nummer angeben will oder bei der DV1 hier solche Sachen wie die Verbundenheit. Drag and Map geht natürlich nicht nur für das Thema Import, sondern Sie haben hier, und jetzt gehen wir mal einmal zurück, dass wir auch die Profile nochmal sehen können, die Möglichkeit, das für den Export zu machen, fürs Versandverfahren, für die Schweiz Import und Export, für die summarische Anmeldung oder auch für die ICS-Meldung, die Sie machen können über uns. Wenn man ein solches Mapping mal gemacht hat, kann man das natürlich auch abspeichern. Und dann hat man die Möglichkeit, hier aus abgespeicherten Mappings sozusagen auszuwählen. Dann kann man sagen, okay, man hat das schon mal sozusagen vorgefertigt und dann kann man hier hingehen, zum Beispiel Thema Export nochmal einen Blick drauf zu werfen, dass hier schon das Mapping sozusagen grundsätzlich gemacht worden ist. Ne? So dass man hier jetzt nur noch eine passende CSV-Datei auswählen kann. Und dann diese Datei sozusagen hochladen kann in Zodiac GE. Ne? Und dann wähle ich mal eine Exportdatei aus, dass man das vielleicht auch noch mal sehen kann. Öffnen. Dann zieht er sich einfach wieder diese Excel-Datei dazu. Dann kann man noch mal einmal auf Validieren gehen und gucken, ob noch alles stimmt. Wenn er sagt, ist alles prima, dann kann man hier auf Anwenden gehen und er lädt es wieder in Zodiac GE hoch. Sie sehen jetzt, Import 2 ist sozusagen angekommen. Es dauert halt einen kleinen Moment die Verarbeitung, aber das geht ziemlich zügig sozusagen. Und Sie sehen, es ist super flexibel, wenn man unterschiedlichste Dateien hat, CSV-Dateien, dass man dieses Mapping machen kann. Und Sie haben auch gerade, denke ich, gesehen, dass das sehr einfach ist. Ja, da ist jetzt nicht notwendig, dass Sie ein bestimmtes Format haben, wenn Sie Excel oder CSV haben. Die Spalten einfach zuweisen, die Felder zuweisen und dann kann man schon loslegen. Anke, ich glaube, das war das Zeichen, dass du mit deinem Vortrag durch bist. genau, du bist ja auch Ist ja just in wenig time. Zeit, ich musste ja ein bisschen schnell machen, Genau, ne? perfekt. Ja, du bist genau in der Zeit. Und wir haben auch noch ein paar Fragen. Wir sind genau ein bisschen eng, aber ich versuche sie mal, die wichtigsten mal loszuwerden. Wir haben einmal die Frage der Statusrückmeldung. Also man überträgt die Daten ja per Excel-Upload. Und ob man dann aus Drag and Map oder Zodiac oder wie auch immer auch Rückmeldungen bekommen könnte zu den Statusmeldungen des Zolls, die dann aus diesen Zollmeldungen hervorgehen. Nein, das ist ein reiner Upload von Informationen in Zodiac GE. Die weitere Verarbeitung und auch alle Statusmeldungen, alles, was zurückkommt, funktioniert sozusagen in GE. Es ist ein reines, wir können ein reines, oder es ist, das Ziel ist eigentlich, Daten, die schon vorhanden sind, in unser Zolltool zu kriegen und dann alle weitere Bearbeitung aber in Zodiac GE zu machen. Okay, aber wahrscheinlich ist es so, dass die alle Rückmeldungen, die aus Zodiac GE herausgehen, die kann man dann auch genauso nutzen, wahrscheinlich, wenn man die Daten per Drag and Map hochgeladen hat. Davon gehe ich jetzt mal aus. Genau, also was man ja grundsätzlich kann, ist über die Schnittstelle sozusagen aus Zodiac GE Statusmeldungen zurückgeben in ein anderes System, in ein anderes Vorsystem. Aber Drag and Map selber ist nicht dazu gedacht,
Rückmeldungen aus dem Zollsystem zu verarbeiten in der Form. Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage, die wir noch schaffen. Und zwar geht es da um die Kumulierung von Daten. Es ist ja häufig so, gerade wenn man diese Excel-Tabellen hat, die man dann hochlädt, da sind dann viele, viele Positionen drin. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, da Datensätze zusammenzufassen, um dann vielleicht den Datensatz, den man in den Zoll schickt, ein bisschen kleiner zu gestalten? Das ist mit Drag and Map aktuell nicht so. Da wäre dann sozusagen ein anderes Tool, was wir ja, Simon, weißt du ja auch im Angebot haben, dass das kann. Das ist der E-Boxer, ne? Wo natürlich Kumulierungen möglich sind. Ich denke aber, man hat ja in Excel grundsätzlich die Möglichkeit, Daten selber zusammenzufassen. Also da kann man ja relativ mit ein bisschen Excel-Kenntnissen relativ viel machen und sich die Daten gegebenenfalls da aufbereiten, wenn man sich da auch ein entsprechendes Makro macht, dann bearbeitet das Excel ja auch ziemlich automatisiert. Genau, ja, ich glaube, da ist was in Planung, aber für den Moment können wir da noch nichts in der Hinsicht anbieten.